Hallo, moin moin. Herzlich willkommen zu einer schönen neuen Aufnahme von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit in Zusammenarbeit mit Michael aus Deutschland, der mich heute wieder begleitet, bei der, ach, jetzt muss ich doch tatsächlich nachgucken, 34. Lesung des Buches von Theodor Griesinger, das diesen, ich kann mir den Titel einfach nicht merken, hat Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Ja, heute, 28. Mai, Montagabend, einer der heißesten Tage des Jahres. Also ich glaube, dass wir heute sicher über 30 Grad hier hatten. Ich habe dann auch noch in der schönen, prallen Sonne heute Nachmittag den Rasen gemäht. Muss man ja irgendwann mal machen. Naja. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich müde, aber trotzdem setze ich mich hier hin, weil Michael und ich haben im Augenblick beide nicht so viel Zeit. Und es ist doch schön, wenn wir in der Sache, wo wir jetzt sind, das Buch langsam zu Ende bringen können. Und außerdem ist es so spannend, da will man gar nicht aufhören zu lesen. Wir fahren auch gleich fort, aber erstmal möchte ich natürlich Michael vorstellen und ihn fragen, wie es geht und herzlich willkommen heißen zu der Sendung heute. Moin Michael, alles gut? Moin Jörg. Ja, könnte besser sein, aber wird wieder. Und wir haben heute Montag, das heißt, wir gehen in großen Schritten auf den Sabbat zu. Ja. Und wir lesen heute das Buch von Theodor Griesinger, das da heißt, die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis 1866. Richtig, weil heute, das ist der Zeitpunkt, an dem der Autor das Buch damals natürlich veröffentlicht hat. Ja, genau, genau. Und so viel Unterschied zwischen 1866 und 2018 gibt es auch nicht, nur dass die Jesuiten einen noch viel schwereren Griff auf die Menschheit in der Zwischenzeit bekommen haben, dass ihre Ablenkungstheorie durch die sogenannte Unterhaltungsindustrie so exponentiell zugenommen hat, dass die Generationen, die heute in diesem Augenblick auf der Erde leben, diese drei oder vielleicht vier Generationen, die im Augenblick zusammen auf dieser Welt existieren, meines Erachtens diejenigen sind, die so weit weg von Gott waren, wie noch nie die Generationen davor das waren. Naja, das sagt sich leicht. Auf der anderen Seite, Noah wurde gerettet mit seinen drei Söhnen und deren drei Frauen. Also das waren nur 8 Menschen von damals, auch eine ganze Menge Menschen auf der Welt. Ne? Also auf jeden Fall wird die Situation von Tag zu Tag schlimmer. Jedenfalls für einen bibelgläubigen Christen und nicht leichter. Und deswegen möchte ich hier nochmal kurz, bevor wir jetzt die Lesung starten, einen Aufruf starten, dass ihr euch bitte hauptsächlich erst und vor allem an die Bibel haltet. Das wahre, bewahrte Wort Gottes, das es heute auch immer noch gibt, auch in 2018. In verschiedenen Sprachen. In Englisch befehle ich ja immer die König-James-Bibel an von 1611 und in Deutsch die Schlachter 2000, die aufgrund der Videoreihe, die ihr vielleicht auf meinem Hauptkanal gesehen habt, die Bibel, korrekt oder korrupt, ja, die einzige deutschsprachige Bibel ist, die 100% auf masoretischem Text für das Alte Testament und Textus Receptus für das Neue Testament basiert ist. Und von daher eine so ehrlich wie mögliche Widerspiegelung des wahren Wortes Gottes in unserer Zeit heute ist. Nach der Bibel kann man sich natürlich mit solchen Büchern beschäftigen wie das, was wir hier jetzt gerade eben lesen. Und danach sollte man sich wieder mit der Bibel beschäftigen. Und danach vielleicht im Gebet und dass man mal einsieht, dass man ein ganz armer, kleiner, verlorener Sünder ist, der nur durch die Gnade Gottes überhaupt die Errettung haben kann und haben darf. Und wenn wir uns dessen bewusst geworden sind, dann sollten wir im Grunde wieder zur Bibel gehen. Und wir sollten uns nicht vom Teufel und dem seinen Ablenkungsmanövern, wie irgendwelche Apps auf iPhones und Spiele und Poker und Fußball und was weiß ich nicht alles, nächsten Monat gibt es ja, glaube ich, die Fußball-Weltmeisterschaft wieder. Von solchen Dingen sollte man sich nicht ablenken lassen. Man sollte da selbst keine Notiz von nehmen, weil jedes Gramm Aufmerksamkeit, das man dem gibt, ist ein Gramm weniger, das in die Waagschale geworfen wird für das Gewicht, das man an Jesus Christus zurechnet. Und dem sollte man all sein Gewicht zurechnen, meine Meinung. Hast du da auch eine Meinung zu, Michael? Ja, Fußball ist ja die eine Sache, aber wenn man da halt sieht, dass die Leute, die da spielen, eigentlich mit der
sogenannten Mannschaft des Heimatvereines da nichts zu tun haben, sondern nur aus wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen da antreten, um möglichst viel Geld zu verdienen und das alles nur ein Geschäft ist, dann ist es nichts anderes eigentlich als die Gladiatorenspiele im alten Rom. Na, Brot und Spiele hat vor 2000 Jahren funktioniert, genau. Warum sollte es heute nicht funktionieren? Richtig, ja. Na, das ist überhaupt nichts anderes, da hast du vollkommen deswegen, recht. Deswegen habe ich nichts dagegen, wenn Papa mit seinem Sohn oder so spielt, ne? Oder wenn irgendjemand so, aber halt in den oberen Ligen, wo die Leute dann gebannt sitzen und denken, es ist für ihr Leben unendlich wichtig, ob jetzt die favorisierte Mannschaft ein Tor schießt oder nicht. Ja, da weiß ich nicht. Da wüsste ich aber wirklich bessere Wege zur Glückseligkeit, als mich da vor dem Fernseher zu hocken und zu gucken, ob jemand einen Ball in ein eckiges Ding reinschießt. Also ich habe es nie verstanden. Ich habe auch eine ganz, ganz böse Meinung zu Fußball. Obwohl mein Papa ein begnadeter Fußballer war und ich nie in seine Fußstapfen treten konnte und wollte. Aber für mich ist Fußball deswegen immer abzulehnen, weil es mit dem Körperteil gespielt wird, das am weitesten weg vom Gehirn ist. Ich weiß, dass es gemein ist, aber das ist meine Meinung dazu. Ja, das ist gar nicht mal so dumm, was du da sagst. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Bild hier finde, ich bin gerade mal eben am Suchen hier, es gibt eine Publikation der Vereinten Nationen, in der die Vereinten Nationen, ich glaube, das ist die UNESCO, die das Papier rausgegeben hat, mal eben gucken, ob ich das unter UNESCO finde hier, die damit zugibt, dass all diese Ballspiele, die wir heute kennen, alle nichts weiter sind als moderne Sonnenanbetungsspiele. Ja, ja. Da kommt ja auch die olympische Idee und diese Fackel und alles daher. Ne? Das ja gut, wird Olympia ja. Ist ja wieder was anderes, aber ich weiß jetzt, ich bin jetzt gerade mal hier am Gucken in der Zwischenzeit, wo du auch ein bisschen am Quatschen bist, aber ob ich das Bild hier irgendwo finde, also ich weiß nicht, unter was ich das abgelegt habe hier. Ich finde es hier im Augenblick nicht. Das kann leider mal passieren. aber wir machen irgendwann eine Online-Bibliothek auf, die nennen wir dann Gogliwedia oder so. Dann finden wir dann alle Sachen, die du jemals in deinen Sachen, in deinen Videos besprochen hast und in deinen ganzen Artikeln da verlinkt hast und dann pauen wir das alles da rein und dann haben wir unsere eigene Gogliwedia. Naja, also ich weiß jedenfalls, dass ich das gesehen habe und ich habe das auch früher mal in Videos gebraucht, das Bild, aber inzwischen bin ich auf einem anderen Computer und Dinge sind verloren gegangen und so weiter und so weiter. Also jeder kann das ja gerne für sich selbst raussuchen. Das ist eine Publikation der UNESCO, wenn ich mich nicht irre. Und in dieser Publikation der UNESCO führen sie ganz deutlich an, dass diese Ballspiele nichts anderes sind als Sonnenanbetungsspiele, weil deswegen sind die Bälle ja auch rund. Ja, sonst auch eckige Bälle machen können. Aber die Bälle sind alle rund. Ja. Und ja, du hast jetzt natürlich über Vereinsfußball gesprochen. Ich hatte eben die WM, also die Weltmeisterschaft, angesprochen. Das ist ja noch viel schlimmer, weil da werden die Leute dann ja wieder indoktriniert mit Patriotismus. Nun, warum ist Patriotismus eine so verwerfliche Sache, wenn man über Patriotismus für diese Welt hier spricht? Wir sprechen ja hier, und deswegen möchten wir auch gleich weitermachen mit der Lesung über die Jesuiten hier, wir sprechen ja hier in diesem Buch über die Wirkung der Jesuiten. Und die Jesuiten, haben wir gelernt, unter anderem in ihren Eid, sind Leute, die an keine weltliche Sachen gebunden sind. Sie sind nicht an irgendwelche Familien gebunden, weil sie sind komplett familienfrei. Sie haben ja auch das Zölibat abgelegt, das heißt, dass sie nicht heiraten, normalerweise. Um ihr Ziel zu erreichen, machen sie natürlich alles. Also ich will nicht sagen, dass es keine verheirateten Jesuiten gibt, selbst keine verheirateten Jesuitenpriester. Der Zweck heiligt die Mittel. Aber dann immer noch haben diese Jesuiten keine Verpflichtung, kein Verbündnis mit diesen anderen Menschen, die sie ihre Familie nennen. Sie haben keine Verpflichtung zu dem Dorf, in dem sie wohnen, zu der Stadt, in der sie wohnen, zu dem Land, in dem sie wohnen. Sie haben lediglich die Verpflichtung zu ihrem Vorgesetzten und zu dem Papst. Und die füllen sie auch vollständig aus. Aber all die anderen Menschen indoktrinieren sie mit diesem Quatsch von Patriotismus, von du bist in Deutschland geboren, du musst stolz auf Deutschland sein. Du bist in Amerika geboren, du musst stolz auf die Vereinigten Staaten von Amerika sein. Ich habe immer gesagt, ich kann nur stolz sein auf etwas, was ich selbst erreicht habe, was ich mir selbst zu verdanken habe, also was ich geschaffen habe. Ja, wenn ich
für eine große Prüfung büffel zum Beispiel und ich komme da durch und ich krieg eine Auszeichnung, weil ich so gut abgeschnitten habe, dann kann ich auf meine Leistung stolz sein. Dafür, dass ich in Deutschland geboren wurde, kann ich nicht stolz drauf sein, weil das war bei Gottes Gnade. Der hätte mich genauso gut in einem anderen Jahrhundert oder anderen Jahrtausend ganz woanders auf dieser Welt hätte gebären lassen können. Es war seine Vorsehung, dass ich zu der Zeit, wo ich geboren wurde, da geboren wurde, wo ich geboren wurde. Stolz kann ich da doch nicht drauf sein, weil da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Mhm. Aber dieser Patriotismus, der vor allen Dingen durch den Sport damit reingebracht wird, und das ist natürlich bei Weltmeisterschaften genau wie bei, was du angeführt hast, Olympiaden, genau dasselbe, immer diese Identifikation mit meinem Land, das ist doch nur eine Ablenkung, um dafür zu sorgen, dass wir uns nicht mit dem identifizieren, mit dem wir uns wirklich identifizieren sollten, nämlich mit dem Königreich Jesu Christi, wenn wir wirklich zum Leibe Christi hier auf dieser Erde gehören. Und wer das nicht verstanden hat, dem kann ich auch nicht helfen. Und der muss mir keine Kommentare darüber schreiben von Jörg, du bist total falsch, weil das ist so und so und so. Nein, bin ich nicht. Wo in der Bibel ist jemals irgendeiner patriotisch gewesen? Ja? Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Israeliten für ihr Land gekämpft hatten, das ihnen von Gott gegeben war. Das ist wieder eine andere Sache. Aber die haben ja auch nicht irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaften ausgetragen mit den Babyloniern oder den Syriern oder sonst was. Oder mit den Ägyptern oder was weiß ich. Also, nein, Patriotismus hier auf dieser Erde, das ist für mich eine Lachnummer. Ich bin patriotisch zum Königreich Jesu Christi. Und zu nichts, was in diesem Königreich hier auf dieser Erde ist, weil Jesus, mein Herr und Meister, hat gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Erde. Wäre mein Königreich von hier, dann würden meine Leute für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Und da ich mich zu ihm zähle und zu seinem Königreich zähle, bin ich absolut nicht patriotisch für irgendein Land hier auf dieser antichristlichen Erde, unter diesem antichristlichen Regime. So, und wenn es für Michael gut ist, dann ja, fange ich jetzt an mit der Lesung. So, frei nach Monty Python, and now for something completely different. Ja, nach einer knapp 13 Minuten die Einleitung fangen wir damit an und lesen auf Seite 332 in dem Buch, was wir gerade ja genannt hatten, weiter. Und wir erinnern uns, dass es hier also um das Gelübde der Keuschheit geht, das die Jesuiten ja ablegen. Ja, wir sprechen hier in dem dritten Buch, dieses Bandes über den Teil die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit und sind hier immer noch im ersten Kapitel und werden dann eben sehen, wie ich dieses hier nenne. Das letzte Video hatte ich ja genannt Pater Mena und die Jungfrau im Beichtstuhl. Da hatten wir ja eine Zeit lang mit durchgebracht. Und Pater Mena und die Jungfrau im Beichtstuhl, das war das, was wir in der ersten Geschichte gelernt hatten. Und Theodor Griesinger fährt fort und er sagt hier, die zweite Geschichte, also nach der Jungfrau und den sogenannten heiligen Pater Mena, die ich erzählen wollte, spielt in der Stadt Granada, ebenfalls in Spanien, in welcher die Jesuiten ein sehr schönes Kollegium mit großartigen Einkünften und Besitztümern besaßen. Unter die letzteren gehörte auch ein hübsches Landgut im Dorfe Caparazena, 2 Meilen von Granada entfernt. Und die Verwaltung dieses Guts wurde dem Pater Balthasar de Roy anvertraut. Dieser Balthasar aber verliebte sich in das Weib eines dortigen Bauern, eine sehr kräftige und volle Figur, welche selbst sehr begehrlicher Natur war. So wurde es dem Pater nicht sehr schwer, die Frau für seine Wünsche günstig zu stimmen, und um nun der Wollust recht ungeniert obliegen zu können, stellte er den Bauer als Ackerknecht mit einem sehr ansehnlichen Lohne an. Hierüber war letzterer ganz entzückt, und es vergingen Monate darüber, ohne dass er das Geringste merkte, warum ihn der Pater so auffallend begünstigte. Die anderen Leute im Dorfe jedoch hatten bessere Augen und machten den Bauer endlich darauf aufmerksam, dass sein geistlicher Gönner ein verbotenes Feld pflüge, während er draußen auf dem Acker beschäftigt sei. Sofort stellte letzterer den Pater zur Rede,
Allein dieser leugnete alles als pure Verleumdung ab, und die Frau, welcher der Umgang mit den geistlichen Herren nebst dessen Freigebigkeit sehr behagte, blies natürlich in dasselbe Hörnlein. Für den Augenblick beruhigte sich nun der Bauer. Doch nur für den Augenblick, denn der Stachel der Eifersucht saß ihm tief im Herzen, und er hatte längst beschlossen, sich Gewissheit zu verschaffen. Eines Tages, also da er wusste, dass der Pater von Granada kommen würde, ging er schon früh morgens auf das Feld hinaus und sagte zugleich seiner Frau, dass sie ihm etwas kaltes Essen mitgeben solle, indem sein Geschäft ihm nicht erlaube, vor dem späten Abend heimzukehren. Voll Freude tat die Frau, was er ihr befahl, und setzte sich dann ans Fenster, um nach ihrem geliebten Pater, den sie in wenigen Stunden erwarten durfte, auszuspähen. Der Bauer aber trollte fort, doch nicht, um aufs Feld zu gehen, sondern um nach wenigen Minuten auf einem Umweg wieder nach Hause zu kehren und sich in dieses durch die Hintertüre hineinzuschleichen. Ebenso heimlich machte er sich in die Schlafkammer und verbarg sich unter das Ehebette, der Dinge wartend, die da kommen sollten. Nicht lange hernach stellte sich der geistliche Herr ein, und da ihm die Frau sagte, dass das Feld rein sei und sie keine Überraschung zu befürchten hätten, so nahm er sie in seinen Arm und legte sich damit ihr auf das Ehebette. Kaum aber überließen sie sich den Reizungen der Wollust, so sprang der Bauer unter dem Bette hervor und durchstieß das ehebrecherische Paar mit einem langen Dolche, den er zu diesem Zwecke vorher zu sich gesteckt hatte. Der Pater war auf der Stelle tot, und auch das Weib starb gleich darauf. Doch lebte sie noch so lange, um vor einigen von dem Bauer schnellstens herbeigeholten Nachbarn ein volles Geständnis ihrer Schuld abzulegen. Überdies bewies ja schon die Lage, in der man sie mit dem Pater zusammenfand, den begangenen Ehebruch mit unwidersprechlicher Gewissheit, und der Bauer war also nach spanischen Gesetzen in seinem vollkommenen Rechte gewesen, seine verlorene Ehre mit einem Dolchstoße zu rächen. So dachte er wenigstens. So würden wir heute wohl auch denken, wenn wir so etwas täten. Und das weltliche Gericht, dem die Sache sofort angezeigt wurde, dachte ebenso. Denn nachdem es die nötigen Erkundigungen eingezogen und die Nachbarn als Zeugen verhört hatte, sprach es den Bauer von aller Schuld frei. Mit diesem Urteilsspruche aber gab sich das Jesuitenkollegium in Granada nicht zufrieden, dieweil es die Schmach, dass eines seiner Mitglieder mit Recht als überwiesener Ehebrecher erdolcht worden sei, nicht auf sich liegen lassen konnte, und der Rektor supplizierte sofort inständig um eine neue Untersuchung durch ein anderes Gericht, angebend, dass das erste parteiisch verfahren sei. Auch begab er sich mit einem Notar aus Granada in Person an Ort und Stelle und suchte die Leute, welche erstmals für den Bauer und gegen den getöteten Pater gezeugt hatten, durch Geschenke, Versprechungen und Drohungen, je nachdem es eben passte, auf seine Seite zu bringen. Es gelang dies bei nicht wenigen, und das Endresultat war, dass diese alle ihre früheren Aussagen geradezu widerriefen. Diejenigen aber, welche in keinem solchen harten Widerspruch mit sich selbst treten wollten, ließen sich wenigstens dazu herbei, dass sie sich jetzt an verschiedene Umstände nicht mehr erinnerten und so den begangenen Ehebruch wenigstens zweifelhaft machten. Neben dem gewann der Rektor mit Hilfe seiner Freigebigkeit verschiedene neue Zeugen, welche beischworen, dass der Pater Balthasar ein gar heiliger Mann gewesen sei, den man nie anders als seinen Rosenkranz betend gesehen habe. Ein Liebesverhältnis aber mit der Getöteten müsste schon deshalb als ein Unsinn verworfen werden, weil sie ihre erste Jugend, sie zählte nicht ganz 28, längst hinter sich gehabt und sogar wie eine Frau von Jahren ausgesehen habe. Diese und andere Aussagen sammelte der Rektor mit vielem Fleiße, und der Notar brachte sie alle sorgfältig zu Papier. So wie man aber so weit war, legte man alle diese Urkunden dem neu ernannten Untersuchungsgericht vor und verlangte sofort die strengste Bestrafung des Mörders. Doch im Zweifel musste man immer noch sein, ob die gestochenen Zeugen standhalten würden,
Wenn sofort der so hart verklagte Bauer etwa verlangte, dass man sie ihm Auge ins Auge gegenüberstelle, und somit ließ man diesem armen Manne durch einen gebrechlichen Freund zuflüstern, dass er am besten täte, sich eilends auf und davon zu machen, dieweil er ohne Zweifel als überwiesener Mörder gehängt werde. Letzteren Rat befolgte derselbe aus Angst alsobald, und da man sein Entweichen im Stillen begünstigte, so entkam er ganz unbehelligt. So wie er aber fort war, schrien die Jesuiten triumphierend, dass die Schuld des Mannes nunmehr klar zutage liege, indem ihm nur das Bewusstsein derselben zur Flucht bewogen haben könne. Dieses ihr Geschrei wiederholten sie dann so oft, bis es ihnen endlich gelang, ihre Ansicht auch dem Richter beizubringen und, um's kurz zu sagen, gestützt auf ihre falschen Zeugenaussagen, brachten sie es so weit, dass der arme, so schnöd um sein Glück betrogene Bauer als des Mords für überwiesen angenommen und in Contumaciam zum Strang verurteilt wurde. Das wird wohl in Abwesenheit sein, weil er war ja geflohen, ne? So wie aber dieses Urteil gefällt war, so ließen die Söhne Loyolas, um der Tragikomödie die Krone aufzusetzen, die sämtlichen Aktenstücke nebst dem Urteilsspruch abdrucken und teilten die Schrift überall in der Stadt aus, gerade als ob sie einen großen Sieg errungen hätten. Ja, wenig hätte gefehlt, so wäre der niederträchtige Balthasar des Roi von ihnen noch als Märtyrer der Keuschheit kanonisiert worden. Und jedenfalls glaubten sie, so viel bewiesen zu haben, dass es unter ihrer Sozietät keinen einzigen gebe, welcher mit denselben Fleischesschwachheiten behaftet sei, wie die übrigen Menschenkinder. Eine dritte ähnliche Geschichte bringt der Autor uns jetzt auch noch, nur bevor er die bringt oder ich die euch vorlese, habe ich hier einen Kommentar zu geben. Ein Kommentar, der bezieht sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika, und zwar auf zwei verschiedene Vorfälle, die da in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben. Das eine ist der Fall von Waco. Ich weiß nicht, inwieweit dass ihr mit der Situation in Waco bekannt seid. Wie weit bist du mit der Situation in Waco bekannt, Michael? Ja, dieses Eingreifen des FBI damals, das habe ich mir ja schon mal angeschaut, aber ich glaube, das ist bei Eric John Phelps beschrieben, kann das sein? Nee, das ist Treffs heißt er, komme jetzt auf seinen Vornamen nicht. Treffs hat da eine Videoserie gemacht vor mehreren Stunden über Waco. Waco ist ja passiert Anfang der 90er Jahre, kurz nachdem Bill Clinton Präsident wurde. Und jemand, der gerne wissen möchte, wer Bill Clinton wirklich war und der sich immer nur Monica Lewinsky erinnert, dem kann ich nur anraten, das Buch Cold World Babylon zu lesen. Da haben wir intensiv darüber studiert, dass Bill Clinton ein Rhodes Scholar war und dass er verschiedenen Fraternitäten und Geheimorganisationen angehörte. Und ja, Moment. Angehört. Ja. Angehört. Und dass im Grunde Waco seine Taufe war, möchte ich jetzt beinahe sagen. Waco, also ihr seht hier das Bild von David Koresh, ja, auf dem Time Magazine. Tragedy in Waco, his name was death and hell followed with him. Nehmen Sie hier ein Zitat aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 8, das auf Deutsch heißt, sein Name war Tod und die Hölle folgte ihm. Das ist ein Bild, was Sie hier gebrauchen. Ein anderes Bild, was wir hier sehen, das ist zum Beispiel hier, wo diese Gebäude, in denen diese Gemeinschaft gelebt hat, in Flammen aufgehen. Nun, über Waco kann man geteilter Ansicht sein, wenn man sich da nicht gut mit beschäftigt, aber von Bob Treffs heißt er. Wenn man sich die Videos anschaut von Bob Treffs, die natürlich nur in Englisch sind, die teilweise total unveröffentlichtes Bildmaterial mit zeigen, dann sieht man, was für eine Aktion das war. Und man muss ein bisschen die Hintergründe von Waco auch verstehen. Ja? Waco, never forget, ja, wie hier steht, how the US government sacrificed these innocent children to the papal New World Order agenda. Was auf Deutsch heißt, wie die Vereinigten Staaten von Amerika Regierung diese unschuldigen Kinder opferte
für die päpstliche neue Weltordnungsagenda. Ja? Lassen wir das Bild mal eben hier und dann werde ich in der Zwischenzeit ein wenig erzählen. Waco, die Leute, die sich da unter David Koresh abgesondert hatten, waren eine, ich sage es jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Kirche. Sie waren hauptsächlich abfällig geworden von den Siebentags-Adventisten und haben ihre eigene Kirche gegründet. Und sie haben sehr christlich gelebt und sie haben sehr zurückgezogen gelebt, wie man sich das auch vorstellt, unter anderem von den Quäkern oder von den Amish-Leuten zum Beispiel auch. Und sie haben teilweise blöde Geschäfte gemacht mit Waffen, die nicht verboten waren. Waffengeschäfte darf man ja machen, aber hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Auf jeden Fall ging es darum, dass die amerikanische Regierung ein Exempel statuiert hat an Waco und über 70 Leute umgebracht hat in der Stürmung der Gebäude und sogar gesagt hatte, dass die Leute selbst erst die Waffen gezogen hätten, was, wenn man diese Videos von Bob Treffs sich anschaut, wobei Zeugenaussagen dabei sind von Überlebenden damals, die dabei waren, die natürlich ganz andere Dinge sagen. Und wenn man das Antichristensystem begriffen hat, dann versteht man auch, warum sie das passieren. Also gut, Waco, das war eine Sache, was ich euch erzählen wollte. Eine andere Sache, die ich euch erzählen wollte, und die auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Das ist wieder typisch. Das ist nochmal passiert in 2010, ist, glaube ich, erst das Urteil ausgesprochen worden. 2009 oder 2010. Tony Alamo. Wer hat denn schon mal von Tony Alamo gehört? Ich weiß, ich habe nicht mal ein Bild hier von Tony Alamo hier, oder? Tony Alamo Christian Ministries. Hier seht ihr das. Das ist so ein Zeichen, das er hier hat. Also Tony Alamo in so einem Kreis, dann das Kreuz in der Mitte, Christian Ministries, New Jerusalem. Und das andere hier ist Tony Alamo Christian Church. Seht ihr hier ein Gebäude, wo ein Polizist damit vorsteht. Dieser Tony Alamo hat Jahre damit verbracht, um die Welt zu warnen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und hat Jahre damit verbracht, eine Gemeinde aufzubauen, die da vernünftig gelebt haben. Die waren Selbstversorger. Die haben ihre Kinder selbst erzogen, also nicht in eine Schule geschickt, sondern sie haben ihre Kinder selbst unterrichtet. Sie waren sehr gottesgläubig, sie haben ständig Gottesdienst abgehalten und sie sind auch ständig aus ihrer Heimat da, also aus diesem Komplex, in dem sie gewohnt haben, raus auf die Straße und haben evangelisiert. Und das war der Regierung so ein Dorn im Auge, dass sie dafür gesorgt haben, dass sie Tony Alamo bezichtigt haben, dass er Unzucht mit Kindern triebe, dass er also mehrere Frauen in diesem Komplex hätte. Das hatten sie David Koresh von Waco auch damals vorgeworfen, was nicht wahr war, aber gut. Die römisch-katholische Kirche ist ganz toll, immer ihre eigenen Verfehlungen anderen vorzuwerfen und dann selber unschuldig daneben zu stehen. Also, sie hatte gemeint, dass Tony Alamo Unzucht getrieben hätte mit verschiedenen Frauen, dass er von diesen verschiedenen Frauen verschiedene Kinder erweckt hätte und dass er sogar Sex mit Kindern hätte. Und dabei ging es um Mädchen, die um die 10, 11, 12 Jahre oder sowas alt sein sollten. Das hat man ihm vorgeworfen. Und da wurde eine Gerichtsverhandlung gemacht zu Tony Alamo. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich das überhaupt sage. Warum erinnert mich dies an die Geschichte, die wir gerade von Griesinger gelesen haben? Wo ist die Verbindung? Die Verbindung liegt darin, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, dass das Gericht dafür gesorgt hat, dass diese falsche, bis zum Ende unbewiesene Anklage der pädophilen Vergreifung des Tony Alamo dafür gesorgt hat, um ihn für 150 Jahre in den Knast zu bringen. Inzwischen ist er, glaube ich, in 2017, also letztes Jahr oder das Jahr davor, 2016, ist er verstorben. Aber er wurde in den Knast gesteckt. Und was haben die gemacht in diesem Prozess? Es gab sogar einen Infiltranten, einen FBI-Agenten, der Tony Alamo Christian Ministries infiltriert hatte, um an Informationen von innen heraus ranzukommen, um dann damit einen Fall für die Regierung im Grunde machen zu können, dass sie ihn anklagen konnten.
Und der Mann, ein ehemaliger FBI-Agent, kam da raus und hat gesagt, Leute, das sind alles korrekte Menschen. Das sind bibelgläubige, Jesus-treue, folgende Menschen. Die machen absolut nichts verkehrt. Ich kann dem Mann nichts anhaben. Ich kann euch den nicht ans Messer liefern, weil es gibt nichts, womit ich ihn ans Messer liefern kann. Darauf haben sie sich diese Aussage einfallen lassen. Und jetzt kommt's. Am Anfang gab es keine einzige Zeugenaussage, die auch nur irgendetwas von diesen Beschuldigungen bestätigt hat. Aber, und das ist bestätigt mit Aussagen, ja, das ist bestätigt mit Aussagen von Kindern, die man befragt hat zu der Situation, ob sie von Tony Alamo belästigt wurden oder ob sie wussten von dem Fall, dass er dieses eine Mädchen im spezifischen Fall belästigt hätte. Und diese Kinder sagten alle nein. Und auch die Erwachsenen sagten alle nein. Da ist nichts. Aber die bestätigten Zeugenaussagen, und da muss man halt mal seine eigene Untersuchung anstellen, ihr müsst mir ja nicht glauben, was ich hier erzähle. Aber wenn ihr euch mit dem Fall beschäftigt, diese bestätigten Zeugenaussagen kommen zu dem Schluss und sagen, die Kinder, um die zu der Aussage zu bringen, dass Tony Alamo im Sinne der Anklage schuldig war, wurden von FBI-Agenten dermaßen unter Druck gesetzt, dass die FBI-Agenten zu den Kindern sagten, und wir sprechen hier über Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, wir bringen eure Eltern um, wenn ihr nicht das und das sagt. Wir bringen deine Schwester um, wir bringen deinen Bruder um, wenn du nicht die und die Aussage triffst. Und aufgrund dieser falschen Aussagen kam die Jury dann zurück, die tatsächlich meinte, dass sie im Grunde gar keinen Grund hätte, Tony Alamo zu verurteilen, aber dass sie es trotzdem in Abwesenheit wirklich handfester Beweise trotzdem täten, aufgrund irgendeiner Ausflucht, die sie gebrauchen konnten, im Rechtssystem. Wenn ihr da das Genaue von wissen wollt, müsst ihr euch da selbst mit beschäftigen. Wenn ihr da in Englisch mal mit jemandem drüber sprechen wollt, dann sprecht Tom Fress an. Tom Fress von Inquisition Update ist damals bei den Verhandlungen von Tony Alamo persönlich dabei gewesen. Er ist draußen aus dem Gerichtsgebäude gewesen und hat persönlich über alle diese Dinge berichtet zu dem Zeitpunkt. Tom Fress hat man damals angefallen, hat man damals diffamiert und hat man damals versucht, mit einer Reporterin zu linken, die ihm Worte untergeschoben hat. Tom Fress, mein Freund von Inquisition Update, der war da und kann aus allererster Hand berichten, was damals da abging. So, und wenn ich jetzt hier eben lesen muss, was wir gerade eben gelesen hatten in diesem Buch, wie die Jesuiten dafür gesorgt haben, dass sie falsche Zeugen aufgerufen haben, dass sie ein neues Gericht zusammengestellt haben, dass sie einen Notar hatten, der für sie all die Dinge zusammengetragen hatte, die für sie im Sinne der Anklage wichtig waren, dann kann ich nicht anders als an diesen Fall von Tony Alamo denken. Und damit bestätigt zu sehen, dass Geschichte sich wiederholt. Dass mit Tony Alamo ist eine so unglaubliche Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt, das ist unfassbar. Aber das passiert so heute in unserer Welt. Und in demselben Punkt möchte ich sagen, ich habe auf meinem Kanal, auf dem ja diese Videos ja hochgeladen werden, Jockless War of Disinfo, habe ich noch ein paar Videos von früher stehen, die von Klagemauer TV übernommen worden sind, die auch von entführten Kindern sprechen. Die sprechen von dem Fall, wo Eltern ihre Kinder nicht in den Sexualkundeunterricht zulassen wollten und die Eltern deswegen mit Befängnis belegt wurden, weil sie sich weigerten, ihre 10-jährigen Kinder in einen pornografischen Sexualkundeunterricht zu schicken. In Deutschland, jetzt in den letzten Jahren. Das passiert bei uns vor der Haustür. Und weil ich eben gerade jetzt diesen Fall lese, wie die Jesuiten hier das Gericht so bearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass ihr Märtyrer, nach dem Motto, dass hier der Balthasar de Roy, ein Märtyrer der Keuschheit, beinahe kanonisiert worden wäre, da konnte ich mir nicht helfen,
um denken zu müssen an die Geschichte von Waco und an die Geschichte von Tony Alamo. Und es gibt wahrscheinlich noch viele andere Geschichten, die vielleicht weniger bekannt sind, aber die deswegen nicht weniger herzergreifend sind. Und die ganz deutlich zeigen, wo dieses System, in dem wir alle leben, mit dem wir alle klarkommen müssen, herkommt. Und eine weitere Motivation für mich, um dieses System an den Pranger zu stellen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, das ich euch vielleicht eben nennen möchte. Nur da geht es um einen ganz anderen Fall. Da geht es um Lincoln. Wer hat denn schon mal von Abraham Lincoln gehört, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, zur Zeit unter anderem des Sezessionskrieges oder des Bürgerkrieges, wie man ihn nennt, ja, der 1865 ermordet wurde. Zu diesem Abraham Lincoln gibt es viele, viele Werke, die viele Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Buch, das die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt noch nicht kennen, Thomas M. Harris, ein Brigadiergeneral und Generalmajor, der sogar in der Hunter-Kommission saß, also in der Kommission saß, die dafür verantwortlich war, um die Hintergründe um die Ermordung von Präsident Lincoln aufzudecken, der ein Buch geschrieben hat, das hier groß im Bild ist, Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln, also Roms Verantwortung für den für die Assassination, was ist denn das im Deutschen, für das Attentat, nee, Assassination nimmt man ja nicht Attentat. Hilf mir mal, Michael, wie heißt denn das? Ich hatte immer gedacht, dass es wirklich Attentat heißt. Aber ja, gut, also ein Attentat oder die Ermordung auf jeden Fall von Abraham Lincoln. Anschlag. Von, ja, Anschlag. Den Anschlag, ja, von Abraham Lincoln hier. Dann hier haben wir ein Bild von dem Anschlag. Hier auch. Ja, ich wollte noch ein anderes Buch zeigen. Ja, das ist natürlich wieder das hier wollte ich zeigen. The Supposed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln von Burke McCarthy. Ja, also die unterdrückte Wahrheit über den Anschlag auf Abraham Lincoln von 1865, wo das passiert ist. Wer waren denn die Übeltäter? Wer war denn der Mörder von Abraham Lincoln? Ja, jeder kennt natürlich John Wilkes Booth, ja, der hier auf dem Foto dargestellt den Präsidenten im Theater von hinten erschießt. Den kennt jeder. Und der ist dann runtergesprungen, hier von diesem, der Präsident sitzt hier oben in so einer Loge. Er ist von der Loge runtergesprungen, nach unten, hat sich dabei ein Bein halb gebrochen und hat geschrien auf Latein, dass es rechtens ist, um heretische Könige zu ermorden, was in der Richtung, das könnt ihr in Rulers of Evil nachlesen, Herrscher des Bösen, da steht das drin. Nur dieser John Wilkes Booth, der war nur die ausführende Person. Die Personen, die dahinter standen, das war die Surratt-Familie. Unter anderem John Surratt. Da haben wir hier ein Bild. Hier sehen wir vier Menschen, die am Galgen hängen. Das ist ein originales Bild von 1865. Die waren vom Gericht verurteilt worden und gehängt worden als die Attentäter auf Lincoln. Und zwar Mary Surratt, das ist die Mutter von John Surratt, Lewis Powell, oder auch bekannt als Lewis Payne, David Harold und George Atzerodt wurden alle exekutiert in Washingtons Old Arsenal Prison Yard. Vier weitere wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Führer dieser Gang, John Wilkes Booth, wurde bei einem Union Army Soldier ermordet, ja, also auf der Flucht erschossen. Aber John Surratt, der Sohn von Mary Surratt, in Mary Surratts Haus hat die Verschwörung stattgefunden, und das kann man alles in diesen Büchern nachlesen, die Verschwörung hat in ihrem Haus stattgefunden und John Surratt hat man dann entkommen lassen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt wie eine abenteuerliche Geschichte, aber ist wirklich wahr. Den hat man entkommen lassen über Kanada. Da hat er sich erst versteckt in einem Kloster. Dann ist er in einem Schiff übergefahren nach England. Von England ist er nach Italien gekommen und gefunden hat man ihn. Haltet euch fest. Haltet euch fest, echt wahr. Ich muss das Bild eben raus. Ich weiß es. Man hat ihn gefunden im Vatikan.
Hier ist das Bild. John Surratt gekleidet als einer der Schweizer Garde im Vatikan. Da hat man ihn versteckt. Hier auch noch ein interessantes Buch über ihn. The Pursuit and the Rest of John H. Surratt. So, und das Interessante, wir hatten gerade eben gehört, seine Mutter Mary Surratt, hier im Bild, wurde gehängt wegen der Konspiration, also wegen der Verschwörung gegen Abraham Lincoln und ihr Haus zur Verfügung gestellt zu haben und dabei zu sein und erzkatholisch, alles drum und dran, Jesuiten involviert, alles drum und dran. Aber John Surratt, der kam frei, also der kam weg. Den haben sie im Vatikan festgenommen. Dann überführen sie ihn nach Amerika. Und dann stellen die Jesuiten sicher, dass er vor ein Gericht gestellt wird, wovon sie den Ankläger in der Tasche haben, wovon sie den Richter in der Tasche haben und wovon sie die Geschworenen in der Tasche haben. Und was passiert? John Surratt, so schuldig wie Judas Iskariot, wird freigesprochen. Also, ich lese heute vielleicht nicht viel in dem Griesinger-Buch, aber dieser kleine Ausflug war es mir wert. Der Ausflug nach Waco, der Ausflug zu Tony Alamo Ministries und der Ausflug zu Abraham Lincoln, um euch das mal zu erzählen, weil schließlich ist das, was wir hier von den Griesinger lesen, wie die Söhne Loyolas das ganze Gericht nach ihrer Meinung beeinflussen, nur etwas, was sich später in der Geschichte wiederholt. Weil wir sprechen hier ja über Fälle im Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts. Und Abraham Lincoln, das war im 19. Jahrhundert. Und ja, nein, ich spreche jetzt nicht über JFK. Weil wenn ich über JFK anfange, dann... Dann macht man gar keine Buchlesung mit. Machen Stammtisch demnächst. Da sind ja eigene Bücher drüber geschrieben worden. Also das ist ein viel zu komplexes Thema, als dass ich da jetzt eben in einem Kommentar drauf eingehe. Aber ich kann euch versichern, dass der arme, wie heißt er denn da, der hat ja auch immer, das sind ja immer drei Namen. Lee Harvey Oswald. Ja, also John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. Die haben immer alle drei Namen, komischerweise. Dass der Lee Harvey Oswald auch nichts anderes war als eine Puppe, die an den Fäden der wirklichen Machthaber in der Zeit da getanzt hat. Also, wer da mehr drüber wissen will, der sollte des Englischen mächtig sein und könnte sich da mal das Buch reinziehen von Eric John Phelps, Wounded in the House of My Friends. Vatican Assassins heißt das Buch. Kann man auch online kriegen. 1836 Seiten oder 1863 Seiten voll. Interessante Zahl, weil 1836 ist 1 plus 8 plus 3 ist plus 6 ist 9 ist 18. 18 ist 3 mal 6. Aber der Eric John Phelps ist ja auch ein Jesuiten-Koadjutor. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Brecht meinen Mund nicht auf, da spreche ich jetzt nicht drüber. Ja. Aber ich wollte, ja, kannst gleich was sagen, aber ich wollte nur eben den Punkt machen, wenn wir diese Geschichte hier in diesem Buch lesen von Griesinger gerade eben, mit wie die Jesuiten das auf eine linke Art und Weise geschafft haben, einen, der vor einem Gericht gestanden hat und offiziell freigesprochen wurde, dem seine Unschuld 100% bewiesen war, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Geschichte, so wie Griesinger sie wiedergibt, auch 100% korrekt ist, weil alles andere würde auch, wenn man die Jesuiten kennt, gar keinen Sinn machen. Wie sie dann einen solchen Menschen tatsächlich noch zum Tode verurteilen lassen können, das sollte einem mal zeigen, wie die Wirkungsweise der Jesuiten im Allgemeinen ist. Das gibt euch einen ganz kleinen Einblick darauf, wie es damals zur Zeit der Inquisition war. Und da beschäftige ich mich in meiner neuesten Buchlesung, die da heißt Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Das Buch solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, euch anzuschauen. Aber bitte, Michael, ich habe ja hier die ganze Zeit jetzt... Ich wollte mich nur zum Advokat der Zuhörer aufmachen, um sagen, dass ganz viele Leute total verzweifelt sind, und die dritte Geschichte hören wollen. War es denn so langweilig, was ich zu erzählen hatte, dass man sich... Nein, gar nicht. Nein,
Nein, gar nicht, aber es ist halt irgendwann, machen wir irgendwann, ich sehe die Leute rein, weil sie immer so verzweifeln vor meinem geistigen Auge. Und die sagen dann auch, ich habe immer so viel Input und ich kenne das ja, wo ich früher nur Videos von dir nur geguckt habe und gehört habe. Und da kenne ich das dann ja auch von mir, wo ich sage, ja, das ist alles super interessant, muss ich mir alles wieder aufschreiben. Aber ich habe jetzt wieder irgendwie, er ist halt wieder so ein bisschen ausschweifend. Aber das gönnen wir dir. Naja, ausschweifend okay, aber es ist ja alles in demselben Zusammenhang. Ja, natürlich. Ne? Es ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt nebenbei noch aber ein ganz anderes Thema aufgreife, sondern es hat ja alles im Grunde damit zu tun. Ne? Und es gibt ja auch in Deutschland solche Fälle. Ja, natürlich. Ach, Ich da weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor 2 Jahren war doch dieser eine Typ, der mal verheiratet war mit einer Frau von einer Bank, der gemeint hatte, seine Frau bringt da von der Commerzbank irgendwie Geld in die Schweiz und den haben sie jahrelang in die Psychiatrie Ja, gesteckt. ich weiß genau, wen du meinst, aber Gustl oder Gustl, der hat irgendwie Ja, so einen Namen. Ja, sowas in der Richtung, ja. ich weiß genau, wen du meinst. Genau, der ist in die Psychiatrie überwiesen worden, Ja, ist in ne? die Ohne, Psychiatrie, ist jahrelang ja. in der Psychiatrie gewesen, ist Ja, inzwischen richtig. freigekommen. Ich Richtig. glaube, Anfang letztes Jahr oder sowas ist der freigekommen. Da habe ich noch gedacht, wow, wunderbar, irgendwo gibt es ja vielleicht doch noch Gerechtigkeit, aber der Mann ist natürlich gebrochen und dem sein Leben ist im Arsch, ne? Um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber ich wollte nur sagen, solche Fälle gibt es eben auch in Deutschland, ne? Das ist nicht, Michael, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Irgendwie ist es nicht alles so weit von uns weg. Es betrifft uns alle. Weil oftmals sagen wir ja von, ach, das ist ja alles schön, dass der Jörg dies und das erzählt, aber das ist alles so weit weg von mir, das interessiert mich ja gar nicht. Oder das tangiert mich nicht. Ja? Oder wie man so schön in Falschdeutsch sagt, das tangiert mich peripher. Das ist aber schon. Das ist aber ein Zeichen, dass du über 30 bist. Ich glaube, die ganz jungen Leute sagen das nicht mehr. Nee, das ist, das glaube ich, ja. Ja. Aber nein, es geht euch wirklich etwas an. Und schau, Michael, ich sag immer zu den Leuten, dass sie bitte, bitte, bitte ihre eigenen Untersuchungen anstellen. Dass sie nicht glauben müssen, was ich ihnen hier erzähle, sondern dass sie das glauben müssen, was sie für sich selbst als Wahrheit herausfinden. Aber um die Wahrheit herauszufinden, müssen sie erstmal ihre Bibel kennen und studieren. Und dann aus der Sichtweise der Bibel heraus anfangen, diese Dinge in der Welt zu studieren. Und jetzt habe ich ein paar Fakten genannt, ein paar Beispiele genannt, die man anfassen kann, wo man sagen kann, okay, da mache ich dann mal meine eigenen Untersuchungen drin. Da beschäftige ich mich dann mal eben mit. Und in Waco, Tony Alamo, Präsident Lincoln und Präsident Kennedy zum Beispiel. Das waren 4 Fälle, die ich jetzt eben genannt hatte. Dann den Gustl-Fall in Deutschland unter anderem. Oder auch den Fall der, wie heißt sie da? Ich komme nicht auf den Namen, nicht Christiane M. Irgendwie mit M, nur Mädchen mit M, die da durch die verschiedenen Jugendämter gegangen ist und alles drum und dran. Und der Missbrauch in den Jugendämtern und. Die Videos, die ich auf meinem Kanal habe, die ich damals gespiegelt hatte von Klagemauer TV. Naja, sagen wir mal so, wenn man halt in die weiteren Kreise da reinkommt, es gibt halt einfach auch in jeder Geschichte jedes Landes eine unheimliche Abfolge von mysteriösen und ungeklärten Fällen. Und das hat nichts mit schlampiger Arbeit zu tun, wie dann immer kolportiert wird. Ja, es gibt ein Beispiel aus den 50er Jahren von Rosemarie Nitribitt, die halt da in Frankfurt eine Ja. Edelprostituierte gewesen ist Ja. mit ihrem bekannten roten Mercedes-Benz. Und die hat halt auch Verbindungen mit der Familie Quandt, glaube ich, gehabt, also BMW. BMW, ja. Gunter Sachs und so weiter und so fort, also wirklich ganz hochrangige bekannte Charaktere. Und da hat man also auch, die hat sicherlich auch eine ganze Menge Geheimnisse gewusst. Und da gibt es halt einen ähnlichen Fall mit Marilyn Monroe, wo man also bis heute auf Selbstmord da spekuliert und viele andere Dinge auch, die halt einfach nicht aufgeklärt sind, weil sie vermutlich halt, ja, das ganze Beweismaterial halt nicht mehr da ist. Und in dem Zusammenhang, wenn man da auf biblische Geschichte zurückkommen, fällt mir halt immer das Gebot ein, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Ja, Und ich und kann, und ich deswegen kommt es ja auch sowohl im Alten Testament als im Neuen Testament vor, dass man sagt, dass solche Anklagen immer stattfinden müssen vor 2 oder 3 Zeugen. Nur das Problem ist, ja, kannst du ja sagen von ja, die Jesuiten haben ja hier auch 2 oder 3 Zeugen rangebracht, die waren halt unter ihre Fittiche, das ist richtig, aber die Bibel spricht natürlich von 2 oder 3 christlichen Zeugen. Die spricht von Zeugen, die ums Verrecken
die Unwahrheit nicht sagen würden, weil sie damit gegen das Gebot verstoßen würden, in dem der Herr sagt, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, wider deinen Nächsten. Mhm. Ja? Das ist der ganz große Unterschied. Und das ist der Unterschied, weshalb wir in dem System, in dem wir leben, Recht und Gerechtigkeit nicht miteinander vereinbaren können. Weil was bei uns als Gerechtigkeit empfunden wird oder was bei uns als Recht gesprochen wird, ist keine Gerechtigkeit im Sinne der biblischen Gerechtigkeit. Und nee, das Glück, und zum das Glück hat unser Herr in der Hinsicht das letzte Wort. Okay, dann lass uns das hier eben zum Abschluss bringen und dann kann ich den dritten Teil, die dritte Geschichte auch noch lesen. Ja, ganz kurz, wirklich nur eine 30 Sekunden Anmerkung dazu, dass es halt eben in dem normalen weltlichen Gericht anders zugeht. Sieht man beispielsweise an zwei Dingen. Erstens, da muss ein Ehegatte seine Ehegattin nicht belasten, der kann also die Aussage verweigern. Ja. Und zum Zweiten, noch viel, viel schlimmer finde ich halt einfach, da ist es dann halt so, dass man beispielsweise unter Alkoholeinfluss mildernde Umstände bekommt. Ja, das ist für mich keine Rechtsprechung. Ja, das kann ich bis heute, gibt es da für mich keinen logisch-kausalen Grund, um hinzugehen und zu sagen, okay, jemand, der erwachsen ist und weiß, welchen Einfluss Drogen auf ihn haben, der kriegt dann eine geringere Strafe als jemand, der halt eben keine Drogen genommen hat. Ist für mich einfach eine völlig, völlig absurd. So, dann habe ich jetzt meinen Punkt gemacht. Ja, das ist prima. Prima. Danke für den Punkt, den du gemacht hast. Und ich fahre dann eben mal fort und lese dann eben auch... Ja, aber ohne Alkohol. Und lese dann jetzt die dritte Geschichte, die der Griesinger uns in diesem Zusammenhang erzählen möchte. Aber ich bleibe dafür plädieren, dass ihr bitte diese Diskussion zum Anlass nehmt, um eben eure eigenen Recherchen, Untersuchungen anzustellen und sich selber darüber zu informieren. Und auf die Art und Weise werdet ihr feststellen, dass ich hier nicht mir irgendwelche Dinge aus dem Daumen raussauge, sondern dass ich über wirkliche, präsentierbare Fakten spreche. Mit Fakten fährt dann Theodor Griesinger auch fort und sagt, eine dritte ähnliche Geschichte ereignete sich in der Stadt Poitiers, das ist also in Südfrankreich oder Mittelfrankreich bei Nevers, zwischen dem Vater Mania, einem der berühmtesten jesuitischen Prediger zu Saint-Didier, an einer jungen Witwe von Stande, welche von ihm in andere Umstände kam. Allein, ich unterlasse es, auf die näheren Umstände einzugehen, weil die Szenen, die dabei aufgeführt wurden, so womöglich noch skandalöserer Natur waren, als die soeben bereits erzählten. Einer vierten derartigen Historie will ich jedoch, da sie dem Leser nicht wenig Spaß machen wird, wenigstens einige kurze Worte gönnen. Ja, nach so viel Traurigkeit, Brutalität und Lügereien kann man vielleicht ein wenig Spaß zum Ende dieses Videos gebrauchen. In der Stadt Bordeaux lebte in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Näherin, die ihre armselige Lage durch die Vermietung ihrer körperlichen Reize wenigstens einigermaßen zu verbessern suchte. Und die wegen dieses ihres Lebenswandels in der ganzen Stadt bekannt war. Ja, warum lache ich? Diese Schreibweise. In der Mitte des 16. Jahrhunderts lebte eine Näherin, die ihre armselige Lage durch die Vermietung ihrer körperlichen Reize wenigstens einigermaßen zu verbessern suchte. Also diese Ausdrucksweise finde ich einfach komödiant, um es mal eben so zu nennen. Was nichts davon wegnehmen will, dass wir über ein ernstes Thema sprechen. Aber die Ausdrucksweise finde ich köstlich. Ja? Einstmalen nun wurde diese Näherin, nachdem sie das besagte Doppelhandwerk vom 16. bis 32. Jahre getrieben hatte, schwer krank und in ihrer furchtbaren Todesangst ließ sie den Pater Gasca rufen, damit er sie von ihren vielen begangenen Sünden absolviere. Dieser Pater aber, ein wegen seiner Frömmigkeit überaus hochgeschätzter Jesuite von bereits gesetztem Alter, machte der Dirne die Hölle so heiß, dass dieselbe versprach, sobald sie wieder genesen würde, in eine gewisse Büßerinnenanstalt, die man zu Bordeaux für verkommene Sünderinnen gestiftet hatte, zu treten und nie im ganzen Leben mehr etwas mit einem Mannsbild zu tun haben zu wollen. Die Weibsperson genas wirklich und ward sofort in die genannte Anstalt aufgenommen, denn der gute Pater Gasca
welchem die besondere Aufsicht über das Asyl anvertraut war, verwandte sich für dieselbe, und seiner Bitte konnte man natürlich keine Weigerung entgegensetzen. Auch hatte man diese Aufnahme, wie es schien, keineswegs zu bereuen, indem sich die Näherin in der ersten Zeit ganz exemplarisch hielt und ihren Pflichten in jeglicher Beziehung nachkam. Nur fühlte dieselbe, je mehr ihre Gesundheit sich wieder befestigte und ihr Körper zu seiner früheren Üppigkeit erstarkte, nicht selten bei Nacht gewaltige Anfechtungen, und sie unterließ es natürlich nicht, dem Pater, ihrem Beichtiger, regelmäßig davon Anzeige zu machen. Dieser aber setzte ihr auseinander, dass solches alles von Satanas herkomme, und brachte ihr hierdurch nach und nach die Überzeugung bei, dass der Teufel es insbesondere auf sie abgesehen habe. Da geschah es, nach 14 Monaten, dass die Person sich guter Hoffnung fühlte, und in kurzem bewies ihr zunehmender Körperumfang nur zu sehr die Wahrheit dieses Gefühls. Das gab nun einen ganz höllischen Spektakel. Bewiesenermaßen kam nie ein Mannsbild in die Anstalt, den Pater Gaskar allein ausgenommen, und dieser war wegen seiner Heiligkeit natürlich über jeden Verdacht erhaben. Wird wahrscheinlich auch kanonisiert wegen seiner majestätischen Keuschheit, wa? Bewiesenermaßen hatte ferner die Dirne die Schwelle der Anstalt nie überschritten, und es fiel also auch die Möglichkeit einer auswärtigen, unzüchtigen Zusammenkunft weg. Was aber die Hauptsache war: die Person schwor hoch und teuer, oder hoch und heilig, wie wir heute sagen, in dieser ganzen Zeit nie mit einem Manne zu tun gehabt zu haben, und man sah es ihrem geängstigten Gemüte an, dass sie durchaus die Wahrheit redete. Ja, noch mehr, sie erklärte mit der festesten Zuversicht, nur allein der Teufel könne dieses Teufelsstücklein zu Wege gebracht haben, und darauf sei sie bereit, die Hostie zu nehmen, also die Eucharistie, wo Jesus in das Stück Brot verwandelt wird durch die Transsubstantiation, und auf diese Hostie schwört man im römischen Katholizismus, und das ist so ungefähr der höchste Schwur, den man da machen kann. Nun wurde die Konfusion aber immer ärger. Herbeigerufene Ärzte behaupteten, die Dirne müsse verrückt sein, denn eine fleischliche Vermischung mit dem Gott bei uns lasse sich nicht denken. Diese Behauptung schmecke aber so sehr nach ketzerischer Aufklärung, dass der Pater Gaskar in Verbindung mit einigen anderen Kollegen sich mit Entrüstung dagegen wandte. Um also nicht am Ende noch der Häresie angeklagt zu werden, schwiegen die Ärzte und begnügten sich damit, mit den Achseln zu zucken. Die Jesuiten dagegen beriefen eine gelehrte Theologenkommission zusammen und berieten sich auf ihre Weise über die Sache. Insbesondere tätig erwiesen sich dabei die Patres Antonio Palomo und Martin della Concilia, welchen die Berichterstattung anvertraut wurde. Und die beiden frommen Herren zitierten so viele Stellen aus den Kirchenvätern, besonders aus dem Augustin, dass gar kein klarer Gedanke mehr aufkommen konnte. Kurz, es wurde endlich gemacht, dass der Teufel und kein anderer der Näherin beigewohnt habe, und alle Welt, denn man kann sich denken, welch ungeheures Aufsehen dieser Fall in Bordeaux erregte, alle Welt war nun in dem höchsten Grade begierig, wie der Sprössling des Beelzebubs, wenn er denn zur Welt komme, aussehen werde. Doch siehe da, die arme Person gebar, und das Knäblein, dem sie das Leben gab, hatte weder Pferdefuß noch Teufelsfratze, sondern sah ganz aus wie andere Menschenkinder auch. Dessen ungeachtet kam die ganze Stadt auf die Beine, und jedermann wollte den Sohn des Teufels sehen. Ja, es hätte wenig gefehlt, so wäre das Haus der Büßerinnen vom Volke gestürmt worden. Und so nahm denn der Vater Gaskar mit seinen Kollegen davon Anlass, die Mutter mitsamt dem Kinde aus der Stadt zu entfernen. Die Mutter, um sie in eine ferne, strenge Klausur zu bringen, das Knäblein aber, um es von einem Eremiten in den Pyrenäen, der die Teufelsnatur schon aus ihm austreiben werde, erziehen zu lassen. Damit musste sich das Publikum begnügen, und es begnügte sie auch, obwohl man noch lange Zeit nachher, teils mit Entsetzen, teils mit Hohn, je nachdem die Leute mehr oder minder aufgeklärt waren, von dem Sohn des Teufels sprach.
Beinahe aber wäre der mysteriöse Schleier, der diese Geschichte bedeckte, schließlich doch noch gelüftet und auf den frommen Pater Gaskar eine ewig unvertilgbare Schande geworfen worden. Etwa 10 Jahre nachher nämlich bekannte die Türsteherin bei den Büßerinnen dem Arzte, der sie, als sie auf dem Sterbebette lag, behandelte, von freien Stücken, dass sie verschiedene Monate lang jeden Samstagabend der Näherin auf Befehl des Paters Gaskar einen Becher Weins habe bringen müssen, nachdem sie diesen Wein vorher mit einem Löffelchen voll weißen Pulvers, das ihr der Pate gegeben, gemischt gehabt hätte, und dass dann die Näherin hierauf regelmäßig in einen tiefen, tiefen Schlaf versunken sei. So wie sie aber eingeschlafen gewesen, hätte sich der Pater eingestellt und wäre meist 1 oder 2 Stunden bei der Schlafenden geblieben. Zugleich mit diesem Bekenntnis reichte sie dem Arzt ein kleines Restchen von dem Pulver, das sie auf die Seite getan hatte. Und es zeigte sich nun, dass dasselbe ein starkes Opiat war. Somit lag jetzt die Handlungsweise des Paters Gaskar in ihrer ganzen Niederträchtigkeit zutage, und der Arzt eilte sofort zu einem Advokaten seiner Bekanntschaft, um ihn zu fragen, wie er sich in diesem außerordentlichen Falle zu benehmen habe, respektive ob er nicht bei den Gerichten Anzeige machen solle. Der Advokat riet ihm jedoch, das Letztere zu unterlassen, denn einmal sei der Pater Gaskar inzwischen verstorben und könnte also nicht mehr zur Strafe gezogen werden, und zum Zweiten würden die Jesuiten die Türsteherin ganz gewiss zum Widerrufe zu bringen wissen, und dann stehe er, der Arzt, mit seiner Aussage als Lügner da. Zum Dritten endlich sei bekannt, wie alle, die es wagten, den Orden Jesu anzugreifen, noch immer schlecht weggekommen seien, und man handle daher klüger, sich solcher Gefahr nicht auszusetzen, statt sie aufzusuchen. Gegen diese Kalkulation ließ sich nicht sowohl etwas Stichhaltiges einwenden, und demgemäß unterließ der Arzt eine gerichtliche Anzeige. Doch konnte er sich nicht enthalten, die abscheuliche jesuitische Tat in einem besonderen Aufsatz zu beschreiben, und diese Beschreibung fand man nach seinem Tode unter seinen Papieren. Tja, es geht noch ein paar Seiten weiter in diesem Fall, aber ich denke, wir haben jetzt Fall 3 und 4 besprochen und wir sind auch bei 1 Stunde Länge angekommen, und dann werde ich die Lesung jetzt hier in diesem Moment für heute abschließen, und wir werden dann nächstes Mal auf Seite 338 unten weiterfahren, und wo der Autor eine kleine Zusammenfassung macht, indem er sagt, aus dem bisherigen ersieht man zu Genüge, wie ungemein rührig die Söhne Loyolas darauf aus waren, nichts auf ihren Orden herauskommen zu lassen, weswegen sie auch die Unzuchtsvergehen und die ihre Urheber mit keiner Strafe belegten. Da werden wir dann nächstes Mal fortfahren. Das war eine, ich finde, sehr lehrreiche und interessante Sendung. Aber meine Meinung spielt keine Rolle. Was sagst du, Michael? Ja, auf jeden Fall. Ich habe zu manchen Themen mittlerweile echt, da bin ich nur noch erstaunt. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich unter auf dieser Erde wahrscheinlich gar nichts, was es noch nicht gegeben hat. Also alles das, was da ist, war schon immer so. Und ich denke auch, man sollte da die Sachen halt einfach so nehmen, wie sie sind. Es sind halt... Ich hab da gar keine Worte zu. Ich habe also wirklich heute ausnahmsweise kein Schlusswort, weil mir einfach dazu im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr einfällt. Oh, du bist sprachlos. Ja, weil ich halt einfach sehe, wie ja alle unter irgendwelchen Deckmäntelchen versuchen halt irgendwie ganz sich als etwas hervorzutun, was sie nicht sind. Und ich denke, wir alle kennen diese Geschichte, wo man halt dann irgendjemand mal verliebt ist und dann halt oder irgendjemand begehrt. Ich denke, das kennt irgendwo jeder. Dass man aber dann gleichzeitig eine andere, diese Person, die man eigentlich liebt, irgendwo mit reinreißt, ja, das ist dann eben so diese Perversion für mich da dran. Und Perversion kommt aus dem Lateinischen und heißt eben verdreht und verkehrt. Und für mich ist es halt einfach eine Sache, die tue ich jemandem nicht an, den ich wirklich liebe.
Und das, deswegen ist es dann wiederum nur die Lust, die einen treibt und eben nicht die Liebe zu dieser Person, sondern halt einfach nur diese Lust auf geschlechtliche Vereinigung. Und das hat eben wieder mit Liebe nichts zu tun. Und für mich persönlich, für meine persönliche Meinung, jetzt habe ich doch noch ein Schlusswort gefunden, ist, dass es eben keinen erfüllten Sex ohne Liebe gibt. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Gut, Michael, dann danke ich recht herzlich für deine Anwesenheit heute bei der 34. Lesung aus dem Buch von Theodor Griesinger. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Lesung auch wieder damit bei bist und mich begleitest bei der Lesung, wo wir in weitere Abgründe des Jesuitenordens von der Gründung bis heute, 1866 in diesem Falle, schauen und auch immer wieder probieren werden, Parallelen zu legen zwischen dem, was uns der Griesinger erzählt, was in der Vergangenheit war, und dem, was heute passiert. Und dein Punkt, dass du sagst, ja, ich komme langsam zu dem Verständnis, dass es nichts Neues gibt, ja, da steht in der Bibel schon drin, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Alles wiederholt sich. Und dafür gebrauchen die Jesuiten meisterhaft Sophistik und Kasuistik, um alten Dingen neue Namen zu geben und sie von daher neu erscheinen zu lassen. Schau, früher sprach man von Attentätern, heute spricht man von Terrorismus. Das Wort Terrorismus ist noch gar nicht so alt. Aber man verändert ein und dieselbe Tatsache damit, indem man ihm ein anderes Wort gibt. Und auf einmal stürzt sich die ganze Menschheit auf dieses eine Wort und das wird dann ausgebeutet bis zum letzten, bis man dann wieder mit einem anderen Wort kommt. Und das nennt man ganz einfach Hegelsche Dialektik. Und damit möchte ich es für heute bei dieser Lesung belassen. Wünsche noch einen schönen Tag, Gottes Schutz und Gottes Segen und bitte, bitte, bitte stellt eure eigenen Nachforschungen an und beginnt diese mit dem Lesen der Bibel. Maranatha.